Bei dir steht demnächst eine mündliche Prüfung an. Ich zeige dir in diesem Video 12 Tipps, wie du sie erfolgreich meistern kannst. Hi, ich bin Mr. K, langjähriger Englischlehrer und mein Ziel mit diesem Kanal ist es, dich besser in Englisch zu machen. Aktuell bereiten wir uns für die mündlichen Prüfungen vor und falls du die anderen Videos noch nicht gesehen hast, ich verlinke sie dir hier unten mal, schau da gerne mal rein. Und wir beginnen auch schon mit dem ersten Tipp und zwar gut vorbereiten. Bereite dich gut vor und frage dich selbst, welche Themen könnten gefragt werden? Welche Themen habt ihr in den letzten Wochen im Unterricht behandelt? Welche könnten relevant sein? Und dahingehend auch, welche Fragen könnten gestellt werden? Das könnte sich auch beziehen auf die Vorstellungsrunde, wenn du über dich selbst sprichst. Welche Fragen könnten dich da erwarten? Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Link findest du unten in der Beschreibung. Und ansonsten spiele Frage und Antwort auch gleich zu Hause nach. Schnappt dir einen Kumpel, eine Freundin und spielt Prüfer und Prüfling zu Hause nach. Stellt euch die Fragen gegenseitig und übt die ganze Geschichte. Bereite Satzbausteine vor, Phrasen und leg dir Vokabeln zurecht, dass du auf jeden Fall einen Werkzeugkasten hast, auf den du immer zugreifen kannst, um richtig sicher durch diese Phasen zu kommen. Lerne keine Sätze oder Phrasen auswendig. Wenn das zu künstlich rüberkommt, das merkt der Prüfer und dann fliegst du auf. Dann wird er irgendwann vielleicht umschwenken, dir irgendwelche anderen Fragen stellen, mit denen du vielleicht überhaupt nicht gerechnet hast. Also versuch das Ganze möglichst natürlich rüberzubringen und sprech somit auf keinen Fall wie ein Roboter. Punkt Nummer 2, Vokabular erweitern. Sind die potenziellen Themen und Fragen klar? Dann erweitere gezielt deinen Wortschatz. Du weißt ja, was kommen wird. Such also die Wörter raus, die du noch nicht kannst. Stell dir folgende Fragen. Kannst du über dich selbst flüssig sprechen? Das sollte definitiv drin sein. Kannst du eine Bildbeschreibung flüssig durchführen? Und kannst du Phrasen nutzen, um eine Diskussion zu initiieren, durchzuführen und am Laufen zu halten? Wenn nicht, schau dir auf jeden Fall die Vokabeln nochmal an und lerne diese tiefgründig, dass du all diese Sachen, für die kannst du dich sehr gut vorbereiten, dass du das alles flüssig durchführen kannst. Tipp Nummer 3, Aussprache verbessern. Arbeite gezielt an deiner Aussprache. Höre die englische Sprache so oft du kannst, damit du einen natürlichen Flow bekommst und dass sich dein Gehirn immer besser auf Englisch einstellt. Vor allem die letzten Wochen vor der Prüfung viel Englisch konsumieren. In Form von Filmen, Serien, Podcasts, Musik, Nachrichten, YouTube. Das ist eine Riesenquelle für englische Inhalte. Einzelne Wörter übersetzen mit dem Übersetzer, falls du diese nicht verstehst. So erweiterst du auch wieder dein Vokabular. TH-Aussprache. Achte darauf, dass es nicht that heißt, sondern that. Also Zunge an die Schneidezähne und das W trainieren. Das TH deutlich aussprechen. Das kommt gut an und vermeide diesen S- oder S-Laut. Beispielsweise this thing, dass du darauf achtest und sagst this thing. Rede deutlich und langsam, nicht zu schnell, du bist nicht auf der Flucht und betone einzelne Wörter und achte auf deine Satzmelodie. Zum Beispiel, wenn du eine Frage stellst, dass du die Frage zum Ende hin betonst oder wichtige Schlagworte betonst, dass die Satzmelodie passt zu dem, was du inhaltlich sagst. Nächster Tipp, das Konzept für Antworten. Überlege dir im Vorfeld, wie du auf bestimmte Fragen antworten könntest. Wie schon gesagt, kannst du bestimmte Dinge vorhersehen, die auf dich zukommen, also bereite dich darauf vor, was du antworten kannst. Hab immer Fokus auf die Fragen und schweife nicht ab. Also bleibe beim Thema und vermeide kurze Antworten. Ich kann eines wirklich überhaupt nicht ausstehen, vor allem bei einer Prüfung, wenn der Schüler mit sehr kurzen Yes- oder No-Antworten kommt. Wenn ich mir die Zeit nehme und eine Frage stelle und wenn da einfach nur ein Yes, No, wenn das einfach kommt, das regt mich auf. Das führt sofort zu Punktabzügen und das ist einfach nicht Sinn der ganzen Sache hier, sondern du sollst kommunizieren, du sollst dich zeigen und das kannst du nicht, wenn du einfach nur Yes, No sagst. So, und der letzte Tipp für die Vorbereitung, die Prüfung nachspielen. Nutze die Tage vor der Prüfung, um die Prüfung vorher einmal durchzuspielen. Schnapp dir einen Kumpel, schnapp dir eine Freundin, spielt die Sache durch, um dir Sicherheit zu holen. Und dann reflektierst du dein Verhalten, um mögliche Probleme aufzudecken. Wo fängst du an zu stottern? Wann bist du eigentlich sprachlos? Gibt es irgendwann mal Wände, die du erreichst, wo du einfach nicht durchkommst und dich fragst, oh mein Gott,
Ich komme irgendwie nicht weiter. Was soll ich tun? Kannst du solche Sprechpausen dann, die sehr unangenehm werden können, mit Phrasen füllen? Wenn nicht, auf jeden Fall lernen. Übe deine Sprechgeschwindigkeit, deine Betonung und achte auf deine Körpersprache. Wie wirkst du eigentlich? Das geht auch gut vor einem Spiegel. Trainiere Augenkontakt mit dem Prüfer, hier mit deinem Mitschüler. Schaut euch in die Augen, halte diesen Druck aus, guck nicht in der Gegend rum. Und bekomme auch ein Gefühl für die Zeit. Wie lange redest du eigentlich? Redest du eine Minute oder redest du 10 Minuten über den heißen Brei? Passt das einigermaßen? Die Prüfungen dauern ja zwischen 8 und 15 Minuten, je nach deiner Schulform. Deswegen achte hier nochmal auf dein Zeitgefühl. So, und jetzt zu den Tipps während der Prüfung. Achte auf bequeme Kleidung. Ziehe dich bequem an, aber auf keinen Fall eine Jogginghose. Wie kommt denn das rüber? Das ist deine Abschlussprüfung, also kleide dich entsprechend. Du musst jetzt nicht im Smoking auftauchen, aber eine Jogginghose, die lass mal lieber zu Hause. Verzichte also auf unbequeme oder zu enge Kleidung, dass du dich einfach wohlfühlst und dass du in deiner Kleidung auch atmen kannst. Und du sollst dich vor allem in deiner Kleidung auch wohlfühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Indem du dich wohlfühlst, bist du entspannter und kannst besser kommunizieren. Das steigert letztendlich dein Selbstbewusstsein und sorgt für ein sicheres Auftreten. Nächster Tipp, mach dich nicht verrückt. Vor der Prüfung gilt, Ruhe bewahren. Atme tief durch, bevor du in den Raum gehst. Das ist ein Druckmoment, das ist ganz klar, aber fahr ein wenig runter. Blättere auch nicht mehr wild in deinen Unterlagen, jetzt ist es sowieso zu spät. Wenn du bis dahin nichts gemacht hast, ja dann viel Spaß. Aber wenn du dich gut vorbereitet hast, dann musst du vor der Prüfung jetzt nicht noch wild in den Unterlagen blättern, sondern entspann dich. Schau es dir eher nicht mehr an, sondern geh einfach mit freiem Kopf in die Prüfung. Und vor dem Abend der Prüfung schalte ab. Lerne jetzt nicht wie ein Besessener, deswegen früh anfangen. Schau dir deine Lieblingsserie an. Spiel vielleicht noch ein Game, was du magst. Mach alles, bloß nicht irgendwie noch intensiv lernen. Tu etwas, was dir Spaß macht. Krieg den Kopf frei und entspann dich. Nächster Tipp. Der erste Eindruck, der ist ganz, ganz wichtig. Und zwar die Einstiegsphrasen, die solltest du souverän beantworten. Das könnten zum Beispiel sein, how are you? Are you nervous? How did you get here? Oder meinetwegen auch, what's your name? Can you spell your name? Das kann alles auf dich zukommen. Desto souveräner du hier auftrittst, desto besser du in die Prüfung kommst, desto besser kommt das beim Prüfer an. Also hier ausführlich und selbstsicher antworten und vielleicht auch mal eine Gegenfrage stellen. Wenn der Prüfer beispielsweise fragt, how are you today? Dann könntest du sagen, I'm good, what about you? Oder I'm good. And you? So eine Gegenfrage, das lockert die ganze Sache auch auf und zeigt dem Prüfer, dass du voll wach bist und auch mit ihm kommunizieren möchtest. Denn der erste Eindruck ist wichtig und kann sich positiv auf dich auswirken. Nächster Tipp, der Sprechstil. Vermeide eine leise, zittrige und stotternde Stimme. Das verunsichert nicht nur dich, das verunsichert auch deinen Partner. Der Prüfer ist irritiert. Hol dir deswegen die Wochen zuvor die Sicherheit, indem du die Prüfung zu Hause einmal oder mehrfach durchgehst, damit du nicht so einen negativen Eindruck erwächst und irgendwie so Unsicherheit ausstrahlst. Deswegen spreche klar und deutlich und nicht zu schnell. Und achte auf die Satzmelodie und die Betonung. Ne? Fragen betonen, Schlagworte betonen. Und betone einzelne Wörter. Und deswegen, ich kann es nicht oft genug betonen, stell die Prüfung im Vorfeld nach und übe, übe, übe. Nächster Tipp, die Atmung. Also, wenn dir eine Frage gestellt wird, hole tief Luft und beantworte die Frage. Nicht, dass dir irgendwie die Luft wegbleibt und du irgendwie in Schnappatmung gerätst. Also hier den Fokus auf deine Atmung. Verschaff dir auch so ein bisschen Zeit, um kurz nachzudenken und atme gleichmäßig und lass immer wieder Pausen einstreuen. Das gibt dir immer ein bisschen Zeit und so kann Gesagtes besser sacken. Also nicht wie ein Wasserfall sprechen, sondern auch mal kurz einen Punkt setzen. So kann der Prüfer, aber auch dein Partner dir besser folgen. Die Körpersprache. Wir kommunizieren nicht nur verbal, sondern vor allem auch über unseren Körper. Also achte hier auf eine aufrechte Haltung. Also sitz jetzt nicht wie so ein nasser Sack hier irgendwie im Stuhl, sondern setz dich aufrecht hin, Körper gerade, Brust raus und hab eine positive, offene Körperhaltung. Und auf gar keinen Fall so sitzen, das ist sehr, sehr negativ und abweisend. Also auf keinen Fall verschränkte Arme. Hab den direkten Augenkontakt. Und du kannst natürlich auch hin und wieder mal lächeln. Also auch hier hin und wieder gerne mal lächeln. Das zeugt auch von Selbstbewusstsein.
Und schlussendlich, eine falsche Körpersprache deutet auf Unsicherheit hin. Es verunsichert dich, eventuell deinen Partner und irritiert den Prüfer und zeigt einfach, dass du dich nicht wohl in deiner Haut fühlst und strahlt einfach keinen guten Vibe aus. Und der nächste Tipp, ausreden lassen. Ich kann es nicht oft genug betonen, lasse den Prüfer immer ausreden. Du hast dadurch mehr Zeit zum Nachdenken. Halte kurz inne und dann gib deine Antwort. Das wirkt im Übrigen auch souveräner. Und unterbrechen kommt im Übrigen immer unhöflich rüber. Also falls du eine Unterbrechung planst, hab auf jeden Fall eine gute Idee, wenn du deinen Partner oder den Prüfer unterbrichst. Denn stell dir vor, du unterbrichst jetzt jemanden und du weißt gar nicht, in welche Richtung derjenige gehen wollte. Zum Beispiel, wenn der Prüfer dir eine Frage stellen möchte, du grätscht rein und am Ende möchte der Prüfer eigentlich auf was völlig anderes hinaus, aber du bist ihm zuvor gekommen und dann stehst du da. Also die Tipps im Überblick nochmal. Bereite dich gut vor, erweitere deinen Wortschatz, verbessere deine Aussprache, das TH vor allem, habe ein Konzept für Antworten, spiele die Prüfung im Vorfeld nach, habe bequeme Kleidung an in der Prüfung, mach dich nicht verrückt, du wirst diese Prüfung überleben. Der erste Eindruck zählt, sei souverän, achte auf deinen Sprechstil, achte auf deine Atmung, achte auf eine positive Körpersprache, sei offen und lass den Prüfer und deinen Partner ausreden. Und falls du dich schon mal gefragt hast, wie man eine Bildbeschreibung richtig durchführen kann oder wie du über dich sprechen kannst, ich verlinke dir hier die beiden Videos. Wir sehen uns darin. Dein Mr. K. See you soon.